Günther Belzig ist Spielplatzdesigner. Er nimmt für uns Spielplätze unter die Lupe. Ihm und den Kindern entgeht nichts beim großen NWZ-Spielplatztest. Es ist fast von allem etwas vorhanden. Mehrere Klettertürme, eine große Sandkiste, eine Wippe, Turnstangen, Hängebrücken, ein Niedrigseilgarten und vor allem ganz viel Platz. Auf dem Spielplatz an der Grundschule Haarbrügge stehen die Geräte nicht wie andernorts in räumlicher Konkurrenz zueinander. Einzig die in die Jahre gekommenen Schaukeln, die dort vor einiger Zeit noch standen, mussten einem modernen Kletterturm weichen. Der 73-jährige Spielgerätedesigner Günther Belzig hat im Auftrag der NWZ mehrere Spielplätze im Gemeindegebiet unter die Lupe genommen. Als Belzigs Blick auf die Entlassung der Sandkiste fällt, die teilweise unterhöhlt ist, merkt er an, das ist kein Vandalismus, das sind Spielspuren von Kindern. Und Spielspuren, das betont er, sind eine Art Gütesiegel für einen Spielplatz.